Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, wir sind hier bei dieser Insel hier angekommen, endlich mal. Weil wir noch erkunden wollten. Glaube ich, wollten wir die erkunden? Boah, ist jetzt wieder ein paar Tage her. Ne, ich glaube, wir sind hier angekommen. Wir wollten gerade erst, so, in der letzten Folge. Und ja, da können wir eigentlich noch mal reingehen, beziehungsweise hier machen wir eben das noch eben fertig, so drauf. Die Batterie ist bald schon leer. So. Und färben wollten müssen wir noch oben. Hier irgendwas. Oder haben wir alles fertig? Ne, wir haben alles eigentlich fertig gefärbt. Fehlt nur noch das hier irgendwo. Ah, ne, dafür haben wir keine Farbe mehr. Wir brauchen noch Rot. Gut, dann lagern wir erstmal die anderen Sachen ein, was wir hier jetzt haben. Hier waren. Hier gehören die Dinger rein. So, und nochmal neu sortieren. Und das auch noch hier. Wo packen wir Farbe rein? Haben wir irgendwo Farbe drin? Nee. Hier glaube ich nicht. Komm, dann packen wir Farbe hier rein. Genau so. Wenn es auch mal laufen würde. Nee, dann müssen wir auch einmal hier das Ei hier reinpacken. 12 Eier haben wir schon. Unglaublich. Die sind auch schon gleich so weit. Ah ja, und wir brauchen noch Wasser. Wir müssen eben noch Wasser von unten holen. Hier ist auch schon wieder voll. Müssen wir auch noch alles einlagern. So. Machen wir hier erstmal rein. Und alles andere hier auch wieder einlagern. Hier war Holz, Palmblätter, Plastik. So, dann auch noch brauchen wir wieder das Ding. Das Ding. Den Haken lassen wir mal. Aber die Schaufel brauchen wir. Haben wir eine? Eine gebrauchte gerade, okay. Und den Speer. Da brauchen wir alles. Wasser ist noch nicht so weit. Nee, nee, hier geht's nach unten. Hier ging's nach oben. Wie sieht's aus? Haben die... Ja. Da haben wir ein Ei. Hier. 13 Eier. So, machen wir den voll und den Rest hier rein. Dann gehen wir rüber. Da geht's wieder nach unten. So. Nicole, Hel, Carter. Ihr bleibt Arte hier. So, wo ist Bruce? Sehe Bruce nicht. Da ist Bruce. Und weg ist er. So. Dann wären wir hier. Erste, was wir machen, mal suchen. Ja, oder waren wir schon? Ne, wir waren hier noch nicht in der letzten Folge. Ich sehe da hinten Holz. Es sei denn, wir haben den letzten Mal vergessen. Aber ne, da ist noch mehr Holz.
Ah, und jetzt. Jetzt bimmelt's. Ja, ja, ja. Hier. So, also, jo. Gut, dann gönnen wir uns die Palme hier eben noch. Böser Gulliver. Hier haben wir jetzt keine Höhle. Wie der auch immer diese Steine aus dem Boden rauszieht, wirklich. Hier, wo die Erde ist, greift er einfach raus. Alter, ich find Gulliver krass. Eigentlich der krasseste Gegner hier. Wenn man genau überlegt. Weil der wirklich mit seinen Krallen sich tief in die Erde reinbohrt. Hier ist ja alles eigentlich Erde. Der Stein ist ein bisschen weiter runter. Und dann zieht er da einfach mal so einen Stein raus. Der ist wahnsinnig eigentlich. Wie viele von den Gegnern, die wir bisher hatten, hatten das auch schon drauf gehabt? Der einzige, der ähnlich nah dran ist von der Stärke, war dieser eine Hai. Da, der unter Wasser war, dieser Bossgegner. Weil der war in der Lage, mit seiner Schnauze hier Gebäude zu zerstören. Aber ich finde dann die Gullivers sind viel, viel gefährlicher. Weil von diesen einen Hai gab es ja nur einen. Und von den Gullivers gibt es auf jeder Insel gefühlt einen. Und wenn die sich zusammentun würden, dann ist vorbei mit uns. So, jetzt nochmal schauen. Die sind in der Nähe. Doch in die Richtung. Wir sind wahrscheinlich so gewachsen dran vorbei. Hier irgendwo. Irgendwo hier. Ja, hier. Hier haben wir's. Der Schatz ist unser. Die Bäume haben wir jetzt da hinten nicht übersehen, sondern nur hier vorne müssen wir die mitnehmen. Boah, wir könnten jetzt von jedem noch einen haben können. Und dann ist wieder ein Heribert. Wir hätten hier jetzt einen Freund oder eine Freundin für Carter, einen Freund für Hel. Freund für Nicole fehlt dann noch. So, und hier nochmal. Ja, Heribert. Du mich auch. Ah, wir sind noch einmal im Kreis, okay. Jetzt nichts. Haben wir sowas in der Richtung? Nee. Haben wir hier nicht mehr. Dann müssen wir da hinten noch. So, wo ist Heribert? Da. Autsch. Ja, komm. Alter. So, das war's mit dir, Heribert. Jetzt geht's mir nicht mehr auf den Sack. So. Ne, gönnen wir uns mal sein Leder.
Sein Kopf brauchen wir nicht. Gab's hier noch eine Höhle irgendwo? Denn was wir bräuchten, wäre Schmutz. Und vielleicht eine neue Axt gleich, irgendwann. Ja, hier haben wir eine Höhle. Und hier nochmal ein paar Bäumchen. Ja, wir müssen unseren Truhen ja voll kriegen, deswegen nehmen wir alles wieder mit. Und wir brauchen ja Möbeljahr. Möbeljahr oder Mobiljahr? Boah, bin ich mir so gerade nicht sicher. So. Und hier nochmal. Geilen Nagel. So, ich frage mich jetzt, wie viel haben wir jetzt auf Tasche? Ist schon bald wieder voll. Ja, da können wir gleich einmal kurz ja, auf unser Schiff gehen. Einmal kurz nochmal gucken. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Hier oben in dem Bereich. An Bäumen. Ui, da war ein Ruckler. So. Ja, wenn wir... Wir werden noch nachher hier drumherum einmal schwimmen. Und dann schauen, ob wir hier am besten drei von diesen... Ja, hier Bubblefischen nenne ich die jetzt immer wieder. Und Kugelfischen. Finde. Und dann mit jedem Schuss für diese Netzkanister auch wirklich treffe. So, einmal schwimmen. Bruce kommt gleich uns entgegen. Ah, ne, Bruce ist noch da hinten. Der hat uns noch nicht im Visier. So, dann können wir hier erstmal alles wieder zwischenlagen. Alter, haben wir schon wieder fast voll. So. Alles andere wird eher weniger. Also, wird nicht so schnell voll. Ah, Nicole hat wieder ein Ei gelegt. Im Metall wird. Also mit Metall, das wird jetzt noch eine ordentliche Herausforderung sein. Die schnell zu verbrauchen. Ach, Moment, wir haben hier. Ja, nee. Doch hier. Hier gehört Erde rein. Mutz. So, was haben wir noch? Samen. Samen haben wir hier. Ja, mussten wir jetzt neu sortieren. Und dann noch Lebensmittel. So, dann hier. Einmal alles einlagern. Das heißt, wir können jetzt wieder dahin und nach oben. Bruce. Also übrigens, nur als kleine Info, ich habe ein paar neue Songs mir auf die Festplatte gepackt, die ich jetzt abspiele. Zum Beispiel hier jetzt von Fallout die Ambient Music. Von Skyrim habe ich die Musik auch noch hinterlegt. So dass das erstmal dann so ein, zwei Stunden so läuft und die Musik ein bisschen in die Richtung. Und falls ihr auch Vorschläge habt, welche Musik ich dann im Hintergrund einfach mal bei Spielen wie Raft oder so, also Survival-Spiele, wo nicht viel Musik irgendwie oder oft Musik im Hintergrund läuft,
wenn ich bei solchen Spielen Musik abspielen kann. Wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr mir die gerne schreiben. Dann schaue ich mir die auf jeden Fall an. Hör das rein. Und dann hör da rein. Und dann schaue ich, dass ich mir die auch noch auf die Festplatte packe. Ist halt nur wichtig, dass das nicht urheberrechtlich geahndet wird. Also, dass ich da keinen Copyright Strike oder sowas bekomme für die Musik. So. Hier haben wir nichts. Aber ihr könnt mir gerne Musikwünsche auf jeden Fall vorschlagen, die dann hier auf YouTube dann im Hintergrund bei solchen Spielen abgespielt werden. Oder auch auf Twitch im Stream. Also, warte, wir müssen ja das hier noch machen. Da will ich irgendwie rein. Da will ich rein. Gibt es eine Möglichkeit, irgendwie da hinzukommen? Und wenn wir erstmal drin sind, gibt es dann auch eine Möglichkeit, wieder rauszukommen? Das ist auch noch die Frage. Jetzt haben wir vergessen zu essen. Sehe ich gerade auf. Das heißt erstmal gleich keine Energie. Oder wir müssen uns oben von dem, was da ist, ernähren. Da haben wir noch einen Freund für Kater. Wenn ich jetzt noch ein Hühnchen wäre, das wäre super. Schwarze Blumen, die kann ich nicht essen. So, wir gehen erstmal hier in Richtung Shop. So, die kann ich essen, definitiv. Autsch. Gibt es hier noch irgendwas anderes einzusammeln? Ich könnte den hier jetzt fällen. Ich könnte jetzt mir eine neue Axt bauen. Kann ich nicht. Ja. Das heißt, ich darf jetzt nochmal runter. Zum Schiff. Oder ich gucke eben da oben, ob ich da noch was zu essen finde. Obwohl, wir könnten eigentlich auch ein Schiff essen. Was ich vorhin ja vergessen habe. So. Dann werden wir schon mal hier oben nochmal ein paar Beeren. Tauschen wir erstmal hier gegen das Holz. Obwohl, wenn hier noch so eine Truhe ist. Wassermelonen können wir auch essen. Sonst gibt es hier nichts mehr. So, und jetzt fehlt uns halt nur noch das hier. Das Seil. Wo haben wir geparkt? Ich glaube, hier hinten irgendwo. Ich finde schön, dass wir so weit gucken können. Das heißt, wir dürfen gleich den kompletten Weg hier nochmal von vorne zurück. Hä? Da! Oder? Nee. Auch falsch. Aua. Hä? Nee, wir hatten schon hier hinten irgendwo geparkt. Ich laufe jetzt nur in die falsche Richtung. Ist doch super von mir, ne? Ja, hier war schon richtig. Genau, da hinten müsste der jetzt sein. Da, jetzt sehen wir das, was Gulliver macht. Der reißt einfach einen Stein aus dem
durch die Erde einfach hier raus. Frage ist, haben wir eigentlich noch mehr von den Dingern, die wir ausgraben können? Jetzt ernsthaft, wo ist mein Schiff? Wir nehmen einfach das da. Oh, noch ein Seil. Ein Seil haben wir jetzt. Wo ist denn das? Da zwei. Uns fehlt aber noch ein bisschen was. Na, vielleicht sind doch noch ein paar Fässer im Wasser. Da hinten. Ja, komm, können wir alles mitnehmen. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte... So. Jetzt brauchen wir nur noch ein. Ein Seil noch. Oder ein Palmblatt. So, dann können wir wieder dahin. Und wir können das auch eben einmal kurz wieder zwischenlagern. Wo ist Bruce? Genau in dem Moment. Oder können wir auch essen? So. Einmal wieder hier alles rein. Hier haben wir nichts. Wir haben zu viel Metallerze. Ne, für hier haben wir sonst nichts. Hier Steine haben wir. Und hier nochmal Samen. Von denen haben wir zu viele. Ich glaube, da können wir die mal wegschmeißen. Na. So, und eine Rübe. Ah ne, warte, die Rübe, die machen wir ganz woanders hin. Die machen wir hier in den Kompostierer. Kann ich auch die da rein? Ne, das ist keine Rohkost. Wo ist Nicole schon wieder hin? Nicole? Nicole, hier hast du nichts zu suchen. Hier. Ich glaube, ich mache das hier mal zu. So, und jetzt nochmal hin. Oben müssen wir noch ein bisschen was holen. Wir können auch so noch mal gucken, ob wir nicht irgendwas übersehen haben. Und da bin ich gut darin, Sachen zu übersehen. Ich glaube, ich habe sogar den schwarzen Gürtel in Sachen übersehen. Und ich weiß, der war schlecht. Aber der bleibt trotzdem drin. Gelbe Blume. Bisher ist hier nichts, ne? Wir haben schon wieder vergessen zu essen. Ich glaube, die Insel haben wir komplett durch. Wo war denn jetzt der Weg nach oben? Hä? Ich irre hier nur rum. Oh, nee. Sind wir komplett falsch jetzt abgebogen. Aber essen. Und gibt's hier noch was zu futtern?
Die beiden wollen wir nicht futtern. Ich glaube, hier war das. Hier ging es nach oben. Ich glaube, hier war schon richtig. Ne, hier war es zur Höhle. Also weiter da hinten geht's hoch. Aber wir nur noch am Dauerrennen und die wollten wir ja wegschmeißen. Genauso wie Erdbeerkoloda und Gemüsesuppe. Brauchen wir ja nicht. So, ich will hier hoch. Ne, hier ist auch falsch. Hä, wo ging es nochmal nach oben? Bin ich blöd gerade? Hä? Hier, oder? Hier war es doch. Ja, hier. Das ist der Weg. Ich habe mich gerade voll gewundert, warum bin ich so doof und finde den Weg nach oben nicht. Bin ich gefühlt schon 10 Mal dran vorbei und hier gibt es wieder Essen. Ja, wunderbar. Alles gut. So, aber hier oben gibt es nichts mehr. Was ich schade finde, dass hier oben nichts ist. Ach so. Hier von Kater der Halbbruder ist da. Oder Halbschwester, keine Ahnung. Oder Cousin. Könnte auch der Cousin sein. Hä? Bin ich hoch? So. Komm, schnell, hoch. Ganze Holz nehmen wir noch mit, auch wenn Lager voll ist. Holz kriegen wir ganz schnell auch wieder leer. Das ist ja nicht das Problem. So, haben wir. Die Seite ist durch. Welche Richtung? Ja, die Richtung ist schon richtig. Sag mir jetzt nicht hier oben drauf. Hier? Ernsthaft, hier. Wurde in dem Steg begraben. Wurden auch sonst. Ja. Fällt mir auch nichts so ein, wenn die da, wo der Stein ist, in dem Steg ist rein begraben. Warum nicht? So, hier nochmal. Aber war jetzt leider kein Titan hier. So. Ja, die Rezepte könnten wir uns auch nochmal gönnen. Aber ich würde den hier haben wollen. Dafür brauchen wir Handelsmünzen. Und da kriegen wir die Handelsmünzen nur, wenn wir hier was verkaufen. Ah, ab hier, Schaumspucker, gibt es 100 Ansehen. Für Rotfeuerfisch gibt es gar kein Ansehen.
Pentapus. Rang 3, 2 davon und du hast einen Pentapus. Okay. Gut. Gehen wir mal lieber wieder. Wo hatten wir geparkt? Ich glaube, viel brauchen wir hier nicht mehr, außer unter Wasser noch mal kurz hier. Nein, komm. Ja, obwohl, machen wir das jetzt mit Unterwasser in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.